Hallo, einen wunderschönen guten Morgen gemeinsam. Jetzt wieder mit Mikrofon. Ihr merkt, das ist schon eine ganz andere Qualität wieder. So, ein kleines Update für heute. Ich werde heute wieder einen Bürotag einlegen. Das hat verschiedene Gründe. Auf der einen Seite geht es mir nicht wirklich gut heute. Ich weiß nicht, was es ist. Ich gehe nie vom Schlimmsten aus. Deswegen, ich möchte das einfach mal einen Tag beobachten und vielleicht meine Temperatur messen lassen bei der Apotheke im Laufe des Tages. Ansonsten habe ich auch sehr viel Material aufzuarbeiten. Das werde ich also den Tag nutzen. Ich bin gestern tatsächlich erst so gegen etwas nach 9 Uhr abends in meinem Palast angekommen. Und da konnte ich auch nicht mehr viel tun. Das stapelt sich also, das Material. Und ich möchte es so früh wie möglich grob editieren. Des Weiteren, das Wetter ist toll im Moment. Wir sind in Irland und wir sind in einer der regenreichsten Regionen Europas, also im Westen, Galway. Und in Connemara, wo dieser wunderschöne Diamond Hill steht, der auch morgen noch dort steht, der Berg, den ich für euch besteigen werde, da soll es heute im Laufe des Tages sehr stark regnen, was noch nicht ein Grund ist, das nicht zu tun. Aber es soll auch sehr windig werden. Und mit Regen kommen auch oft niedrige Wolken. Deswegen musste ich schon öfters bei Wanderungen das Ganze abblasen, weil es zu gefährlich war. Deswegen, morgen soll es besser werden. Mir geht es morgen hoffentlich auch wieder besser. Hoffe ich zumindest, wirklich ganz stark. Und wenn man das alles mal so aufaddiert, ergibt es einfach Sinn. So, noch eine kleine Erinnerung, was wirklich total wichtig ist. Wir brauchen noch Geld in der Kasse, in der Reisekasse. Ich bin ja losgefahren schon, als die Kosten noch nicht gedeckt waren. Die sind immer noch nicht gedeckt und ich spreche jetzt nicht die an, die ständig etwas geben. Also es sind einige dabei, die sind sehr großzügig. Dann sind aber auch wieder andere dabei, die vielleicht noch könnten, aber noch nicht getan haben. Ihr findet Einzelheiten dazu, wie ihr euch an den Kosten beteiligen könnt. Bei meinen YouTube-Videos, unter jedem Video sind Links zu PayPal, GoFundMe. Ihr könnt auch eine Nachricht mir schicken über Facebook oder sonstiges und meine Bankverbindung nachfragen. Ihr könnt mir jeden Tag ein Trinkgeld geben, wenn ihr wollt. Dann ist die Summe nicht so hoch. Also wir brauchen ein bisschen Geld in der Kasse. Das ist das Update. Ach ja, noch was. Man hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass bei Tag 3, bei dem Video, das ich veröffentlicht habe, so ab der 51. oder 51,5 Minuten, als ich über die Eisenbahn und die Hungersnot rede, es echot. Da habe ich tatsächlich leider zwei Tonspuren hochgeladen und die sind nicht synchron und das sollte nicht passieren. Aber da merkt man mal wieder, wenn ich versuche, zu viel auf einmal zu machen, da bleibt dann die Qualitätskontrolle so ein bisschen auf der Strecke. Das soll nicht sein und ich werde darauf achten, dass das nicht mehr passiert. Allerdings, das sind, in Anführungszeichen nur 3 Minuten, aber 3 Minuten sind 3 Minuten und ist nicht so toll. Deswegen, wenn ihr darauf stoßt und es stört, entweder durch die 3 Minuten oder einfach vorspulen, dann ist es wieder eine einfache Tonspur. So, das ist mein morgendlicher Gruß. Die Wettervorhersage teils sonnig, teils wolkig mit möglichen gelegentlichen Wolkenbrüchen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ein schönes Wochenende, wo wir schon mal dabei sind. Tschüss. So, einen wunderschönen guten Morgen gemeinsam. Eine neue Woche ist angebrochen. Und ein neuer Tag natürlich. Ich fahre jetzt los und zwar in das wildromantische Connemara. Das ist die Halbinsel der schwarzen Seen, der glitzernden Berge, der Regenbögen, der Elfen, der wilden Ponys. Und als allererstes werde ich den Martin aufsuchen, ein Farmer inmitten von Connemara. Und dann werde ich für euch natürlich den Diamond Hill, den Diamantenhügel, auf Deutsch, hat mit Diamanten nichts zu tun, werde ich für euch besteigen. Und wenn ich wieder runterkomme,
geht's weiter, also falls ich wieder runterkomme, geht's weiter nach Westport, wo ich vor den Toren von Westport für 3 Nächte mein Quartier beziehen werde. Ja, das ist der heutige Tag. Die Wettervorhersage, teils sonnig, teils wolkig mit möglichen gelegentlichen Schauern, soll heute besser sein, als es gestern gewesen wäre zum Besteigen dieses Berges inmitten des Nationalparkes von Connemara. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und ja, wenn ich mich nicht zwischenzeitlich wieder melde im Laufe des Tages, dann natürlich morgen wieder mit meinem morgendlichen Gruß. Viel Spaß und danke fürs Zuschauen und tschüss. So, wir verlassen jetzt Galway an einem wunderschönen sonnigen Tag. Ich weiß, da sind ein paar Wolken, aber wir sind in Irland. Ich finde, so ein paar Wolken haben etwas. Geben dem Ganzen ein bisschen Charakter. Atmosphäre, besser gesagt. Ja, ich war heute Morgen schon unterwegs und habe mir Kaffee besorgt. Ganz schön was los. Viele junge Menschen immer noch unterwegs, sage ich mal. Wahrscheinlich Hauspartys, weil Clubs haben ja geschlossen. Ja, vor uns wäre jetzt wieder die Shop Street, die Fußgängerzone, wo ich gestern mit der Kamera mal unterwegs war. Ja, da sitzen auch Oscar Wilde und sein Herr Papa. Die Wildes haben hier eine Sommerresidenz gehabt in Galway, haben gerne Zeit hier verbracht. Oscar Wilde, mit dem Oscar werde ich mich mal beschäftigen, wenn wir eine Stadtrundfahrt in Dublin machen, falls ihr darum bittet. Ist ja alles eure Entscheidung. So, an der Ampel da vorne sehen wir rechts das Theater, beziehungsweise Stadthalle, vor uns rechts. Und links auf der anderen Seite, das ist das Gerichtsgebäude. Theater, Gerichtsgebäude. Passt doch irgendwie zusammen, oder? Ups. So, und jetzt sehen wir in der Ferne die Kathedrale. Dazu. Da kann ich auch jetzt was erzählen. Wir werden jetzt gleich den Fluss Corrib überqueren. 5 Kilometer kurz, gleichnamig zum größten Binnensee der Republik Irland, Loch Corrib. Ja, die Kathedrale, Marien- und Nikolaikathedrale. Der Grundstein wurde am 31. Dezember 1957 gelegt. In frühen Tagen von 1958 wurde mit dem Bau begonnen. Und 1965 ist dieser Koloss fertiggestellt worden. Auf dem Gelände des ehemaligen Stadtgefängnisses hätte ich gerne besucht, aber da war die Zeit nicht für da. Müssen wir auch ein andermal machen. Auf der rechten Seite ist das Gelände des ursprünglichen Campuses. Eröffnet von Königin Victoria Mitte des 19. Jahrhunderts. So, wir fahren jetzt links. Ich habe gerade überlegt, wie rum möchte ich eigentlich fahren? Das muss ich mir auch mal Gedanken machen, bevor ich losfahre. Nicht erst, wenn ich fahre. So, wir fahren jetzt links. Vor uns liegt das Universitätsklinikum von Galway. Sehen wir natürlich nichts wegen dem Bus. Wir fahren jetzt durch Salt Hill. Ja, die Kathedrale, die hat seinerzeit 1 Million Pfund gekostet. In Irland gab es und gibt es keine Kirchensteuer. Das heißt, Irland war in den 50er, 60er Jahren das ärmste Volk, mindestens mal Westeuropas. Die Menschen befanden sich wirtschaftlich auf den Knien. Und trotzdem haben sie es geschafft, durch Spenden diese Kathedrale zu bauen. Die Iren sind das spendenfreudigste Volk überhaupt in Europa. 1 Million Pfund. Jeder Stein, und wir reden jetzt über Granit, heimischen Granit, jeder Stein und Kalkstein, jeder Stein hat
einen Spender. Jedes Buntglasfenster, und die haben wirklich schöne Buntglasfenster da drin, hat einen Spender. Bei vielen der Buntglasfenster sind die Spender auch namentlich erwähnt. Ja, ob Familien, religiöse Orden, Firmen, Einzelpersonen. Es ist sehr viel Marmor, irischer Marmor verarbeitet worden, unter anderem auch grüner Marmor aus Galway bzw. roter Marmor aus Cork. Ja, wer also mal nach Galway kommt, unbedingt mal die Kathedrale schauen, es lohnt sich. Nicht, dass ihr sie mögt, also ich kenne nur zwei Aussagen von meinen Gästen, scheußlich oder hervorragend. Ich kenne nichts dazwischen. Ich tanke nie voll. In der Regel tanke ich gerne voll, aber nicht mit dem Auto, weil ich ja nicht weiß, wie lange es hält. Deswegen tanke ich in der Regel für ein, zwei Tage im Voraus. Ich brauche jetzt zwar nicht unbedingt dringend Benzin, aber irgendwann wäre es sinnvoll. In Connemara, sehr abgelegen, könnte es sehr teuer werden. Salt Hill. Salt Hill hat eine wunderschöne Strandpromenade und ist so das Mekka der irischen Flitterwochen. Die Iren sind ja das offiziell heiratsfreudigste Volk überhaupt in Europa. Man kann schon fast sagen, das ist eine Art Vorort von Galway. Ganz schön viel los heute Morgen für irische Verhältnisse. Aber es sind ja auch viele Urlauber hier. Aber auch Iren. Iren sind notorische Langschläfer. Und sehen wir die Bucht von Galway. Hier in diesem Vorort in Salt Hill ist ein Mann namens William Joyce groß geworden. Der William Joyce ist zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges, hat er für die Deutschen von Hamburg aus auf Englisch deutsche Propaganda über Radiowellen aufs britische Festland übertragen. Der war sehr beliebt, ja. Er ist bekannt unter dem Spitznamen Lord Haw-Haw. Könnt ihr mal googeln. Es gibt tatsächlich auch heute noch YouTube-Clips von seinen Radiosendungen. Der war so beliebt in Großbritannien, dass er teilweise mehr Zuhörer hatte als die BBC. Der Mann war natürlich den Briten ein Dorn im Ohr. Man hat Jagd auf ihn gemacht. Und zum Ende des Zweiten Weltkrieges hat man sich ihn geschnappt. Hat ihn des Hochverrats gegen die englische Krone angeklagt und zum Tode verurteilt und auch entsprechend hingerichtet. Man hat sich damals und stellt sich heute teilweise noch die Frage, wie kann es sein, dass ein Ire des Hochverrats der englischen Krone verurteilt werden konnte. Aber so war es. Am Betrieb. Das ist ungewöhnlich, wirklich wahr. Also für Gäste, die mit mir schon unterwegs waren, sonntags in Irland, die wissen, Sonntag früh ist nicht viel los in der Regel.
Das habe ich noch nicht erlebt. Auch nicht in Salt Hill. Also ich meine, klar, mehr als sonst wo in der Regel. Aber so einen Betrieb habe ich noch nie mitbekommen, festgestellt. Ich übernachte oft in Salt Hill. Und dann gehe ich morgens schon in der Früh, bevor wir um 9 Uhr mit dem Bus losfahren, gehe ich spazieren, Kaffee holen. Da sehe ich ja, was los ist. Und das Sonntag früh, enorm. Hinter mir. Ich möchte euch mal was zeigen. Es kommt jetzt ein Verkehrsschild auf der linken Seite. Schaut mal, da kommt jetzt ein Schild links. Und zwar, wenn ihr mal genau hinschaut, nach links sind die Ortsnamen nur noch irisch, nach rechts zweisprachig englisch-irisch. Wer das jetzt nicht gesehen hat, wenn wir jetzt links abbiegen, vor uns an der Hausmauer, da sehen wir das dann nochmal. Ja, links nur irisch, rechts zweisprachig. Wir fahren in eine Geldtacht. Ja, die irische Sprache, den meisten unter euch bekannt als Gälisch, habe ich ja schon mal angesprochen. Man sagt, etwa 50% der Bevölkerung versteht einiges, spricht ein bisschen. Allerdings sagt man auch, dass etwa 5%, obwohl das ist diese 5%, das steht schon seit Ewigkeiten, seit Jahrzehnten. Ob das wirklich noch der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht. Aber etwa 5% wird behauptet, der Bevölkerung spricht alltäglich ausschließlich, zumindest zu Hause, irisch. Ihr habt das vielleicht auf der Fähre gehört, als ich gefilmt hatte, da wurde ein bisschen irisch im Hintergrund gesprochen. Und auf der Insel, auf Inishmore, habe ich sehr oft gehört, wie Menschen sich auf Irisch unterhalten haben. Es gibt ausgewiesene Regionen, die heißen Geltachts. Und da fahren wir jetzt gleich rein. Und da sollen mindestens 50% der Bevölkerung ausschließlich Irisch miteinander kommunizieren, damit sie sich für dieses Prädikat der Geltacht qualifizieren. Die irische Sprache wurde von den Briten verboten. Die Briten, sie versuchten mit dem Verbot der Sprache den Iren ihre Identität zu rauben. Das irische Alphabet, also die Sprache selber, geht zurück zu Zeiten der Kelten. Ich hatte ja mal ein Video gemacht über die Kelten in Irland, hatte gesagt, das wird ein bisschen überbewertet, der Einfluss der Kelten. Natürlich, wenn man dann über die Sprache spricht und sagt, das ist eine alte keltische Sprache, dann kommt natürlich die Frage auf, ja, auf der einen Seite sagst du, es wird überbewertet, der Einfluss der Kelten, auf der anderen Seite sagst du, die irische Sprache ist die Hinterlassenschaft der Kelten. Ja, wir haben halt in Irland keine so große Völkerwanderung gehabt über die Jahrtausende, wie das auf dem europäischen Festland der Fall war. Deswegen gibt es hier schon mehr Hinterlassenschaften der Kelten, als es sie dort gibt, wo sie eigentlich dominierend aufgetreten sind. Ja, die Regionen, ich habe ja schon drüber gesprochen, Österreich, Bayern, Teile von Schweiz, Teile von Frankreich und so weiter, könnt ihr nochmal nachschauen auf einem meiner Videos, beziehungsweise auf meiner Internetseite nachlesen. Die irische Sprache hat ein viel kürzeres Alphabet als das uns bekannte Alphabet. Ja, es gibt zum Beispiel im irischen Alphabet kein geschriebenes J, K, V, W, X, Y und Z. Das gibt es dann in Form von Buchstabenkombinationen.
ja, BH, MH, solche Buchstabenkombinationen haben wir dann ein W oder ein V. Alle amtlichen Veröffentlichungen, Mitteilungen müssen zweisprachig schriftlich veröffentlicht werden. Ansonsten sind sie nicht gültig. Also Irisch und Englisch. Irisch ist Amtssprache Nummer 1 offiziell in Irland, obwohl die Mehrheit Englisch spricht. Und Englisch ist Amtssprache Nummer 2. Also es schickt sich schon mehr und mehr, dass wenigstens man das ein oder andere Wort anwendet. Im Alltag. Schon fast ein bisschen modern geworden. Es war mal ganz anders, wo die Menschen die Sprache regelrecht abgelehnt hatten, weil man ihnen als Schüler versucht hat, sie regelrecht einzupeitschen. Und ihr wisst ja, wie das ist, wenn man die jungen Menschen versucht, so etwas zu zwingen, dann wehren sie sich dagegen. Ist auch eine anerkannte Sprache der EU. Alle offiziellen EU-Dokumente müssen auch ins Irische übersetzt werden. Ja, irische Beamten müssen der irischen Sprache mächtig sein. Es gibt auch einen Fernsehsender, der ausschließlich auf Irisch sendet. Rechts haben wir ein Filmstudio, der gehört zu diesem Sender, TGK. Wir fahren gleich dran vorbei an dem Sender. Es gibt zahlreiche Radiosender, die ausschließlich auf Irisch senden, aber nur diesen einen Fernsehsender. Die Werbeblöcke sind auf Englisch, damit es auch jeder versteht. Wir lassen ihn jetzt gleich links liegen, den Sender TG4, TGKHR, vor uns auf der linken Seite. Und achtet mal immer wieder auf so einen pinken, rosa angehauchten Stein, den wir sehen, wie hier rechts zum Beispiel. Das ist ein rosa Granit. Wir haben zwei Gebirgsketten hier in Connemara, einmal das Gebirge, ja, links sehen wir wieder dieses angehauchte Granit, Wormtaggebirge, Kalkstein, und dann haben wir die 12 Bens, übersetzt ins Deutsche, 12 Bens, die 12 Berge, Ben heißt Berg. In manchen Reiseführern steht auch 12 Pins, die 12 Nadeln, das wäre dann aus dem Englischen genommen. Halte mich gerne an die 12 Bens. Der höchste der Berge ist der Ben Born. Er erreicht eine Höhe, wenn ich mich nicht täusche, von 725 Meter. Ich weiß nicht, ob man das auf der Dashcam jetzt sehen kann. Ihr seht ohnehin mehr, wenn ihr das auf dem Fernsehbildschirm schaut. Gerade das Dashcam, die Aufnahmen mit der Dashcam. Aber in der Ferne sehen wir die 12 Bens. Da fahren wir rein. Der Hof von Martin liegt inmitten dieses Gebirges. Und in diesem Gebirge, in diesen 12 Bens, wird auch der grüne Marmor, Connemara Marmor, Connemara Marble, abgebaut. Zig Millionen Jahre alt. Ein sehr, sehr harter Marmor. Den gibt es in vielen verschiedenen
grünen Schattierungen, weiß-grün angehaucht, schwarz-grün angehaucht und dann alle möglichen grünen Schattierungen, die zwischen weiß und schwarz liegen. Der richtig satte grüne Marmor, der wird gerne zu Schmuck verarbeitet und ist in vielen Souvenirläden, hauptsächlich in Canamare, aber auch über die Grenzen von Canamare hinaus erhältlich. Ja, ich möchte mal ein bisschen auf die Elfenwelt eingehen. Die Elfen Irlands, wahrscheinlich glauben genauso viele Menschen nicht an die Elfen, wie es Menschen gibt, die an die Elfen glauben. Und die Menschen, die nicht an die Elfen glauben, die lehnen die Elfenwelt regelrecht ab. Das sind sogenannte Elfen-Atheisten, Elfen-Ungläubige. Die vergreifen sich sogar an dem, was für die Elfengläubigen wichtig ist. Man kann sagen, dass das zweigeteilt ist, in etwa. Und wenn ich über die Elfen rede, dann passieren meistens irgendwelche ungewöhnlichen Dinge. Es fängt an zu regnen, oder es hört auf zu regnen, oder so etwas. Nee, aber wirklich, es passieren ungewöhnliche Dinge. Uhren bleiben manchmal stehen bei Gästen. Handys gehen aus, Telefonbucheinträge verschwinden, die kommen meistens wieder. Beim Busfahrer fangen irgendwelche komischen Lichter an zu blinken, also im Armaturenbrett. Und ganz merkwürdige Dinge. Also das Merkwürdigste, was mir mal passiert ist, hatten wir einen Tagesausflug gemacht nach Canamara. Ich hatte über die Elfenwelt gesprochen. Wir kamen zurück zu unserem Hotel, wo wir bereits die Nacht zuvor übernachtet hatten. Und ich ging auf mein Zimmer. Das ist ein 150 Jahre altes Haus gewesen mit richtig starken Mauern und schweren Türen. Und ich ging auf mein Zimmer, ich ließ die Tür hinter mir ins Schloss fallen, werf meine Jacke samt Handy aufs Bett, gehe ins Badezimmer, mach die Tür zu hinter mir und bekomme sie nicht wieder auf. Ich habe die ganze Nacht in diesem Badezimmer verbracht. Ich habe immer wieder versucht, die Tür aufzubekommen. Ich habe sie nicht aufbekommen. Ich habe gerufen, ich habe geklopft. Es hat mich aber keiner gehört. Beim Abendessen hat mich auch niemand vermisst. Warum auch? Ich esse in der Regel nicht mit meinen Gästen. Ich muss irgendwann mal Feierabend machen. Und am nächsten Morgen, kurz nach 9 Uhr bei Abfahrt, höre ich, wie mein Zimmertelefon klingelt. Ich konnte natürlich nicht drangehen. Und kurz darauf stand auf einmal ein Mitarbeiter des Hotels im Badezimmer. Und dann mache ich die Tür auf. Die Tür war nicht auf. Ich habe die ganze Nacht versucht, die Tür aufzubekommen. Das ist das Merkwürdigste, was mir jemals passiert ist. Ja, die Elfen, so wie ich das sehe, das ist so eine Art Überbegriff. Dazu gehören Geister, Feen, Kobolde. Ich möchte einfach mal mich mit den Elfen beschäftigen, die für mich eigentlich so die bedeutendsten sind. Ich weiß, es gibt mit Sicherheit Menschen, die haben sich noch viel intensiver mit der Elfenwelt beschäftigt, als ich es getan habe. Aber das ist halt meine Version. Und ich denke da zum Beispiel an den großen grauen Mann. Der große graue Mann, der ist so groß, dass wir ihn mit bloßem Auge überhaupt nicht richtig erfassen können. Was wir in der Regel sehen, ist der große, graue, feuchte Schleier, den er hinter sich herzieht. Der große graue Mann, der wird oft verwechselt mit Nieselregen bzw. Nebel. Und der große graue Mann, der ist dafür bekannt, dass er den Menschen von jetzt auf eben
die Sicht nehmen kann. Und das ist etwas, was alle Elfen gemeinsam haben. Sie spielen dem Menschen gerne Streiche. Diese Streiche können tatsächlich fatale Folgen haben, allerdings nur für böse Menschen. Und ich lege immer sehr viel Wert darauf, dass ich meine Gäste zunächst einmal ein bisschen kennenlerne, bevor ich über die Elfenwelt rede. Wenn ich wirklich der Meinung bin, dass ich böse Menschen an Bord habe, dann rede ich gar nicht über die Elfen. Ja, an Bord meines Autos ist kein böser Mensch. Ich sehe mich nicht als böser Mensch. Oh, jetzt sehe ich gerade da vorne ein Connemara-Pony. Das sind wilde Ponys, die werden auch gezüchtet in der Region. Es gibt einen großen, den kann ich aber nicht halten, großen Pferdemarkt, Ponymarkt in Clifton, da links, in Clifton alljährlich. Schau mal, ob ich so ein... Ah, der Martin hat Connemara-Ponys, da kann ich die filmen. Ja, ich denke aber auch an den Krokok. Der Krokok, der ist in etwa so groß wie eure Handfläche. Ups. Er lebt in der Felsenwelt der Iren. Er erscheint in rein männlicher Natur. Wir können uns das nicht vorstellen, nicht nachvollziehen, wie das mit der Fortpflanzung funktioniert. Er ist unbekleidet, also nackig, stark behaart und hat oft Gestrüpp in seiner Behaarung. Übel riechend, der Krokok. Er ist dafür bekannt, dass er sich gerne an Menschen klammert. Wenn ihr also in Irland unterwegs seid, ihr macht einen Fotostopp und ihr steigt wieder in euer Fahrzeug, und es riecht übel im Fahrzeug, dann hat sich entweder ein Krokok an jemand von euch geklammert oder ihr seid in eine Tretmine getreten, sprich in die Hinterlassenschaft eines Schafes. Ich denke aber auch an die Merrow. Die Merrow, sie erscheint in rein weiblicher Natur. Auch hier wissen wir nicht, wie das mit der Fortpflanzung funktioniert. Die Merrow, sie lebt in den Seen, in den Gewässern Irlands. Und nein, es handelt sich nicht um eine Nixe oder Meerjungfrau. Die Merrow hat Beine. Allerdings hat sie Schwimmhäute zwischen den Zehen. Daran könnte man sie unter Umständen erkennen. Die Merrow ist dafür bekannt, dass sie dem Menschen die Zukunft voraussagt. Ja, es ist euch vielleicht schon einmal passiert, dass ihr euch an einem Ort oder in einer Situation wiederfindet, wo ihr das überwältigende Gefühl habt, das habe ich doch schon einmal erlebt. Oder hier war ich doch schon einmal. Ja, dafür wird die Merrow verantwortlich gemacht. Sie hat euch diese Zukunft vorausgesagt. Sie ist auch dafür bekannt, dass sie dem Menschen nachts im Schlaf die Zukunft ins Ohr flüstert. Ich denke aber auch an den Schiri. Der Schiri lebt in der Luft. Er erscheint in Form von Lichtsignalen. Mensch und Tier neigen dazu, den Lichtsignalen zu folgen. Mit anderen Worten, der Schiri bringt das Vieh oder auch den Menschen vom rechten Weg ab. Der Schiri. Genau wie sein Kollege, der Bungee. Der Bungee lebt auch in der Luft, allerdings erscheint er nicht in Form von Lichtsignalen, sondern in Form von akustischen Signalen. Auch hier neigen Mensch und Vieh diesen akustischen Signalen zu folgen. Ja, ihr sitzt zu Hause am Kamin, ihr lest ein Buch, ihr hört ein Pfeifen im Haus, ihr schaut nach dem Rechten, steht eine Tür offen, habe ich ein Fenster nicht richtig verschlossen. Der Bungee treibt sein Unwesen, er versucht euch
von eurem sicheren Plätzchen wegzulocken. Der Bungee ist auch dafür bekannt, als Signal, dass er Menschen in eine andere Welt holt. Ich denke auch an den Puck. Den Puck gibt es übrigens auch bei euch in euren Regionen. Der ist weltweit ist er vertreten. Der Puck, der sorgt für Chaos und Unordnung. Ihr seid der ordentlichste Mensch. Ihr findet eure Fernbedienung des Fernsehens nicht, euer Telefon, obwohl ihr das immer an den gleichen Ort legt. Ihr findet es nicht. Ein Bild fällt von der Wand. Ihr könnt euch das nicht erklären. Der Puck treibt sein Unwesen. Meine Kinder, die haben immer argumentiert, dass ihre Kinderzimmer unter einer Überbevölkerung von Pucks leiden. Ich denke aber auch an den Leprechaun. Der Leprechaun, das ist so der bekannteste Elf der irischen Elfenwelt. Der wird in vielen Souvenirläden angeboten. Ja, das sind so diese kleinen, grünen, grün begleiteten Menschen. Ja, langen Bart, entweder rot oder grau, je nach Alter. Auch wieder so groß in etwa wie eure Handfläche. Sie leben um die Weißdornbäume Irlands herum. Und sie sind sehr adrett in ihrer Erscheinung, sehr gepflegt. Man sagt auch, die Leprechauns, das sind so die Bankiers bzw. die Schuster der irischen Elfenwelt. Sie feiern ihre Feste am Ende der Regenbögen. Und es steht geschrieben, dass ein jeder Leprechaun über ein Töpfchen Gold verfügt, das sich niemals dem Ende neigt. Und in vielerlei Literatur, also Reiseführern, steht geschrieben, es würde Glück bringen, einen solchen Leprechaun zu fangen. Ich muss euch ganz klar warnen, die Elfengläubigen behaupten das genaue Gegenteil. Sie behaupten, wenn ihr wissentlich in die Elfenwelt eingreift, dann hat das Folgen. Es kann fatale Folgen haben. Ihr werdet aber mindestens mit Unfruchtbarkeit bestraft. Und diese Unfruchtbarkeit kann sich auch auf Nahestehende übertragen. Ich denke da an eine Geschichte. Mitte der 90er Jahre, es sollte ein millionenschweres Straßenbauprojekt in Angriff genommen werden. Eine Autobahn sollte gebaut werden zwischen Ennis und Limerick. Und eines Tages standen Einheimische vor dem Bulldozer und sagten, ihr könnt hier nicht bauen. Hier steht ein Elfenbäumchen, ein Weißdorn. Ein Elfenexperte kam, er sah sich das Ganze an. Er bestätigte, dass das ein Elfenbäumchen ist. Ja, er sprach. Und eine Delegation der Iren, und das ist eine wahre Geschichte, machte sich auf nach Brüssel. Man wollte ein paar mehr Millionchen für den Straßenbau haben, um die Straße um das Elfenbäumchen herumzuführen. Jedoch die Eurokraten in Brüssel hatten kein Verständnis für die Elfenwelt der Iren. Der Antrag wurde abgelehnt mit den Worten, ihr habt Pläne vorgelegt, es sind Gelder geflossen, es gibt nichts mehr. Die irischen Medien stürzten sich natürlich auf das Unverständnis der Eurokraten. Ein Italiener in Ennis hörte von dieser ganzen Geschichte, er wollte nicht an die Elfenwelt der Iren glauben. Er bat um eine Säge, er würde sich um das Elfenbäumchen kümmern. Man drückte dem Italiener eine Säge in die Hand, er legte an, er rutschte aus und sägte sich knapp an der Fruchtbarkeit vorbei in den Oberschenkel. Ein klares Zeichen der Elfen. Die Delegation der Iren machte sich wieder auf nach Brüssel. Man versuchte, Vernunft in die Köpfe der Eurokraten zu bekommen, doch die blieben stur. Und so blieb dieses Straßenbauprojekt für viele, viele Jahre brachliegen. Es gab eine sogenannte Behelfsstraße, die um diesen Elfenbaum herum führte. Man hat dann aus eigener Kraft die Mittel zusammengetragen, um diesen Straßenbau letztendlich fortzusetzen. Und zwar dezent um das Elfenbäumchen herum. Ja, ich könnte stundenlang weiter erzählen. Es gibt viele, viele Geschichten.
über die Elfen Irlands. Ja, es gibt Menschen, die behaupten, dass hier an diesem Ort sich alle Elfen, also Vertreter aller Elfen Irlands, alljährlich treffen, versammeln. Das ist eine kleine Hütte für Fischer, die ihr Angelgeräte dort lagern. Alles Moor. Ein sogenannter Torfteppich, kann man sagen. Hier halte ich auch gerne an. Ich glaube gar nicht, wie oft ich sehe, wie Gäste sich erwartungsvoll auf die Knie werfen und anfangen zu trinken. Das ist kein Guinness. Es ist ganz schön was los auf der Straße. Da sehen wir die 12 Bands. Wir kommen bald zum Martin. Ich weiß nicht genau, was der Martin für mich machen wird. Das weiß man bei Martin nie genau. Schauen wir mal. Ist auf jeden Fall ein schöner Besuch. Ich kann dort auch selber meine Führung machen. Der Martin, wenn man sich fragt, wie alt ist der Martin, der sagt seit etwa 20 Jahren, dass er 50 ist. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Ja, mit Gruppen werden wir in der Regel in Waggons mit einem Traktor gezogen, auf einen Berg gebracht. Dann haben wir einen wunderschönen Rundumblick. Dann erklärt uns der Martin einiges über den Torfteppich, den wir hier sehen. Ist ja alles Moor, alles Torf. Und er erzählt uns über Alcock und Brown, die hier Bruch gelandet sind in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, über Marconi, der hier wohl, er sagt, seinen ersten Radiosender, Sendestation hatte, mit welchem man Radiosignale nach Nordamerika übermittelt hat, nach Kanada. Ich habe das mal recherchiert. Ich glaube nicht, dass das der erste Radiosender gewesen ist. Ich glaube, der war in Wales, wenn ich mich nicht täusche. Sondern der westlichste Radiosender. Der Marconi ist ja mit einer Irin verheiratet. Nee, ist der Sohn einer Irin gewesen, glaube ich. Ja, und zwar seine Mutter, wenn ich mich nicht täusche, war ein Mitglied des Jameson-Clans. Ja, der Whisky-Familie, Jameson. Ja, Marconi und Brown. Ach, Marconi und Brown. Alcock und Brown. Entschuldigung, Alcock und Brown sind hier in Connemara. Haben sie ihren ersten erfolgreichen Transatlantikflug beendet mit einer Bruchlandung im Moor. Könnt ihr mal nachlesen. Familienausflug auf der rechten Seite. Der Schiri oder der Bungee haben ihr Unwesen getrieben, ihr erinnert euch?
Schafe sieht man hier öfters auf der Straße in dieser Region. Obwohl man das in ganz Irland erwarten muss eigentlich. Schafe oder sonstige Tiere. Ich habe schon Pferde auf der Straße gesehen und Kühe. Und Schweine. Die sieht man jetzt nicht so viel, jetzt sind ja Ferien. Kleiner Scherz. Ich habe doch keine Schweine auf der Straße gesehen. Uhr. Ich werde für 11 Uhr erwartet. Ich gehe gut in der Zeit. So. Da sind wir. Auf der rechten Seite. Sind die Wagen und die Traktoren, ne? Mit denen wir in der Regel fahren. So, jetzt geht's los. Das ist Martin. So, jetzt geht's los. So, es kann passieren, dass ich mich ein bisschen komisch anhöre, aber ich trage eine Maske. Und was wir, entschuldigt bitte, dass es auch so wackelig ist, aber ich bin auf dem An. Head mille falcia, and that means in English 100,000. Where else in the world would you get a welcome like that? Very good. You might go to the Costa del Sol and Christmas, you get sunshine, but you don't get a head mille falcia. Now, ladies and gentlemen, my name is Martin, and what I do here, I'm a small farmer. I would have to say a poor farmer. And what I do keep is sheep, cattle, and Connemara ponies. The farm itself consists of about 1,000 acres of this type of land. The ponies are there on your way up. Two Connemara ponies, Ireland's only indigenous horse or pony. They have survived here for over 2,500 years. Brought here by the Celts, 2,500 years ago. That's why if you take the west of Ireland, the indigenous people, they're of an old, ancient Celtic race. If you look at some of the people in the West, what do you notice about them? Their height. And the Celts, renowned for their height, tall, red-haired, fair-haired, very fair complexion, and blue eyes. They were the original few Celts. Now, what happened to them? Well, a lot of them immigrated, like, during the potato famine. But you had here indigenous people, because at the time of Cromwell. Cromwell said, to hell or to Connacht. Bloody old Cromwell, he once rang a bell. He ordered the Irish to clear out to hell. But they found a haven, and there they did dwell. West of the old river Shannon. So what happened in 1847 was the exodus of those people, the last place to receive help. West of Ireland, no infrastructure. 1.2 million died of starvation. Another 1.5 million immigrated in them bad years. So the West was desecrated, you could say. And that's why today you have 50 million of Irish descent in America, a lot of them went to America.
Latin went to England as well, of course. We might talk about England, but well, the Irish went there and became prosperous there, as they did in Canada and Australia all over the world. And that's why today we have something like 100 million outside this country of Irish descent. I had those five brothers in my father's family. Two of them took part in the War of Independence here in 1920 and 21. They were fighting Black and Tans here in the mountains. And 1922, they took no part in the Civil War, and four of them immigrated to America. Smallest of them was 6'2". So you might ask, where are the big fellas? Because, well, my father was only 16, he was left at home. He had to stay at home to mind the parents and look after a few sheep, shear a few sheep, put about the turf for them and sow a few potatoes and so forth, meet the cow and look after the cow. And that's how those people stayed here. The youngest was left at home. These four fellas that went to America never set foot in Ireland again. And yet one of them almost lost his life in the War of Independence. Now, we're up here at a height of 200 metres. What we're looking out on here is a vast area of blanket turfland. Blanket, it's continuous. This is part of one of the largest blanket turflands in the whole of Europe. Stretches from here to Galway City. Call this part here the Roundstone Bog Complex. That's Roundstone down there. Clifton is here. Ballyfleet, you see the white sandy beaches. Way out, you see the Atlantic Ocean. Now, that's one of the most western points of Europe. You come up here, I've met lots of Americans here on a very clear day. You look out there, and you see the Statue of Liberty, way in the distance. Some of the Americans don't believe it, but on a clearly clear day you see it. Now, on the 15th of June 1919, just the other side of that little forestation, south of Clifton, Alcock and Brown made their first direct transatlantic flight landing. They left Newfoundland, and 17 hours later they ditched into the turf bed. It was also in that same area, Marconi sent the first radio messages across the Atlantic, and they were received in Nova Scotia and Newfoundland. That was the first radio message ever sent across the Atlantic, was sent from there. It signaled sent from Kerry and places like that, but the radio message was sent from there. Marconi, his father was Italian. But why was he in Ireland? His mother was Irish. His mother was Anne Jameson, the whiskey family. So he was rare here, the mother born back here as the inland. That station then was knocked out during the War of Independence. War of Independence really got tough here in 1920 when the Black and Tans were sent in. Black and Tans were sent in to apprehend the Republican leaders. Even used, would you believe, aeroplanes here in 1921 to spot the units on the ground. There was three units here in Connemara, mostly in the mountains. The Black and Tans arrived in Clifton. Clifton wasn't totally Republican at the time. The Republicans met here, and they decided to let the Black and Tans in, though, in by train. See what they do. They bought 14 houses in Clifton that night. They shot a few innocent people. Now the people in Clifton was calling for the Republicans to come in and take action. Mm. Republicans then engaged them here in the mountains. The Black and Tans lost men. They retreated. They were sending messages from the Marconi station. And one of the IRA units here picked three of their best men. And their job was go back, cross the mountain there, creep in. They were good at that job, knock out the line of communication. And they hit two of the big condensers. The line of communication was stopped. Black and Tans in went north to Westport. And if you go out to Carroll Kennedy, the Republicans here sent a message to the fellows South Mayo Brigade that they were going north. So the South Mayo Brigade ambushed them there, quick ambush, and there was eight Black and Tans killed. And then they ambushed them in the mountains here again, and they lost a few men. The IRA, I think, lost about three men in total ambushes here. Now, so the Black and Tans withdrew then, and that was the end. By June of 1921, there was a true sunny. And we haven't seen them then. Now, we go from here down to the Dan O'Hara's cottage. I told you about the Connemara Cornies. I will also be the trucker. Now what we do here mostly is multi-buses we do here. That's why you're lucky today, because
Wolfgang was here, was doing the video. And it's mostly buses, the CIE, Irish Welcome Tours, Joe O'Reilly Tours, Abbey Tours. So the buses are sent in maybe 6-7 a day. And we do 7 tours with the smaller one and take up the slack. And that's how it's done. So now there's no business this year. We have to wait till next year. There's very little business, only day trippers. And we're doing the best we can. So we're living in strange times. Mm-hmm. Thank you very much, ladies and gentlemen. Bye-bye. These are the poor farmers dancing. Don't say that. One pair of shoes for 3 years. If I don't take care of them and I go to New Dance tonight, take a young lady out dancing, if the shoes are dirty, she won't dance with me. And my chances then will be very slim. Some people said here last year, your chances are a bit slim now anyway, said. I don't know. I'm still optimistic. Mm. The banana thing then we call the Wellington. In Germany, they call them Gummistiefels. I slept all the night with my Gummistiefels on. Wellington is called after the Duke of Wellington. But he don't realise that the Duke of Wellington was an Irishman, born in Dublin. Harry. Duke of Wellington was the man that defeated Napoleon at Waterloo. Mm. Yeah, he was after Wellesley. He didn't come back here and do things right. And he became Prime Minister. The only thing he done was, he was Prime Minister when he gave Catholic Emancipation. Daniel O'Connor got the credit for it, but he was the Prime Minister. He was the Prime Minister at that time. The right hand slave. Right hand slave. Are you right or left? Right. Yeah. So the kids all came with the Norman and this. So the left handed, they were too Irish now. Alec would cook the ears with a snail. That's no harm either. Yeah, it is. Ears. Now, as you can see here, I didn't do much cooking this year because I'm more jealous. Now, down here, when the people live here and they're totally self-sufficient, the only source of fuel you had was pork. So you had to have your own fuel. You lived here with Dan O'Hara, there's only a little pattern up there, that road was widened. There was no road, that new road going back there wasn't there. There was a little road coming back by the building here. You might have went over a bridge there to go into the centre. That was the main Galway Clifton Road and a bad road. And that's where Daniel O'Connor went to Clifton for his Monster Rally in 1843. He stayed down here in Ballinhinch with Richard Martin. Richard Martin was the big landlord. His estate stretched from here to the cathedral in Galway City. The other landlord then was Garson. Now saying that, they weren't bad landlords. We done all the research and Martin never evicted anyone of his estate. Times got bad then. Richard Martin went broke. They called him Humanity Dick because he was the first man to introduce the prevention of cruelty to animals through the British House of Parliament. He was an MP. So, the Cruelty to Animals Act, that's where it was instigated. It was 2 miles from here. Cruelty to Animals Act. He got it through the British House of Parliament. He managed to dig Richard Martin. Richard Martin went broke, then the big insurance corporations of London took over his estate, and anybody that didn't pay rent was being evicted left, right, and centre. So Richard Martin was gone, broke, before Dan O'Hara was evicted. So, in those days, small little place like this, self-sufficient. Dan O'Hara had 8 acres. Went over there to where the sheep were, down a bit here, around, and up around the back again. 8 acres, probably had 2 cows, a few sheep, I think he might be allowed to out of the mountain there, and all his own crops, potatoes, vegetables, everything, meat, butter, cheese, and his own fuel. Probably making the drop of protein as well, so they had their own drink. Mm.
So the tuff thing was cut out of the bog with the wing spade of Slán. We said it, this is a Slán in Gaelic, slain in English. So in the hard path, first thing then you have to do when you're cutting out the tuff one, you take off the top straw. Now you take off the top straw was placed in the cutaway bog. And this was very environmentally friendly because the tuff regenerates. When you throw down the top straw there, plants grow and the turf is regenerating at the rate of 30 centimetres or 12 inches per 1,000 years. Why is it regenerating? There's no insects in the turf. There's no worms. Therefore, there's no oxygen. So all the plants are preserved. So as you dig down through the bog, every 30 centimetres is 1,000 years. That's why when we find the timbers here that grew here 5,000-6,000 years ago, are still as good as ever. There's some of them taken out there. Them timbers are radiocarbon dated in Dublin and Oxford and England, small little bits sent away. The results came back, those timbers grew here 5,800 years ago. It's hard, the longer it's left in the turf, the harder it gets. And eventually, if you have the right conditions and soil here, that timber will become petrified. In actual fact, it gets harder all the time. That's why the bog oak is known as old Irish oak. Bog oak, and it gets harder all the time. You get bog oak today, if you get a bit of forage on it, a bog oak, it's the dearest you could buy. Why would you go buying furniture of bog oak anyway? Because you only live 90 or 100 years. The longest. You might live 105 or 110. From the dry weather, you can see how your bog is prepared, cut out the first sod, you're down here then with the second sod, and you put your top of the plow. That's the sod. That's a fresh sod of turf. That's about 5 kilos. Now you see, 2,000 years. That's made up of plant matter. Now you look at that plant. That little plant grew here long before Christ walked on earth. You can be sure of that. Radiocarbon date this plant. They can tell you when it grew here. They also can tell you what the weather was like. Back 5,000 years ago. So that's why the turf is so well preserved. You get the turf in the Midlands. What they call that, raised bogs. Doesn't regenerate. The raised bog was a lake. Lakes that got silted up. They're very deep. Here you have blanket bog. Blanket bog goes from that to maybe the deepest would be maybe 6-7 meters. We've gone down. Now, you leave the turf here. You leave the turf here for 2 weeks. After 2 weeks flat like that, then we do what you call, we foot that. This is what you call the foot. Together like that, and what happens then? The wind goes through it. So that's footing it. You leave it like that for 6 weeks, and after 6 weeks, or 8 weeks, doesn't matter, when your turf is dry, you take it home and you
you make your fire. So you have your own fuel. So you could stay at that all day. That's why the kids stayed at home from school in the summertime. That's where why did the summer holidays come in? Well, the summer holidays was really originated from the kids were helping the parents with the crops, with the turf and everything. So they always gave them the summer holidays, July, August, or places like that. They helped them. So when I was going to school, from home in the evening, half day or whatever you got, you had your played out thing. Right before you went to school, you had 6 cows in the morning, you fed the calves, and you had a bit left for the home and the churning and all that. You went to school in the morning, your mother gave you a whiskey bottle. There was no whiskey in it. There might be no milk in the house that morning, she gave you your lunch. Your whiskey bottle, back the road there, that little field down there, there's 2 cows in it. You milk the cow into the bottle. Done that today, you'd be prosecuted. And they said today that it killed a child. And as we grew like Russians, didn't do any damage. Which you see, it built up the immunity. Yeah. See, you know, Latin were talking today about the coronavirus. But I think if it hit some of the lads around here, wouldn't do a bit on it. But the lad down here went to Africa, went to the Boer War, a snake bit him. And the snake died. So we were tough, like. You have to be harsh. That's the way with the black and tans came here, they thought we were all fools. Into the mountains here following the Republicans. Yeah. The Republicans doubled around and they attacked them on the back. But that was kind of the old ballroom of romance. Connemara Green Marble, taken from beneath the nearest mountain there. That's what the point is. Connemara Green Marble dates back 700 million years. You have limestone in. Quartz and schist and massive heat, and then you probably have copper as well. Copper then was a green, greeny colour. So the Connemara Green Marble, that's it there on the step of the door. That stone is there for hundreds of years. That was there from John O'Hara's here. We just cleaned that up. And a lot of people comes here today, and I know it. You kneel down there, you kiss that stone, it's much better than kissing the Larne. Nobody will be able to stop you talking once you kiss that. But you have to go down on your knees and believe in it and kiss the stone. You know, you go down to Blarney Castle and you have to climb up steps and go on your back and kiss the Blarney right. Stone. You don't have to do that here. Lord. That's special in the Blarney. Yeah. Now this is the home of Dan O'Hara. And Dan O'Hara lived here up until 1845 with his wife and 7 children. Now a lot of people ask the question, if those people were so tall, why is the door so low? This was the rule. The under the penal laws in the west of Ireland, this was the maximum height allowed for a door. These fellas don't do what they're told. They don't bow to a queen or a king, but we'll bend them now going in and out their doors. The windows were only half that size. Dan O'Hara increased the size of his windows. He put glass in them in 1845. He increased the height of his door. And he's evicted. The agent arrived with armed police. The armed police that didn't come because they were afraid of... You had secret organisations here as well, which would take on the police. But they come in large numbers. Put the family outside the door, set fire to the roof, and pushed in some of the walls. And the only reason they evicted him that time, he was paying his rent. Because he increased the size, he broke the golden rule. You don't take on the law. So that's the reason. 5'6" was the maximum height of a door in these houses. And
a lot of those people were 6 foot, were taller, they were well over 6 foot. I mean, it was not small for them, but they were relatively tall. That's the why the tallest regiment within the British Empire were the famous Connacht Rangers, West of Ireland. They were the tallest. You had to be over 6 foot to become a Connacht Ranger. The tallest regiment today within the British Empire are still in existence, the Irish Guards, Queen's Own Regiment. They were picked from Ireland as well. Why were they picked? Their height. Now you come in here then, and you can sit down for a while. Now, as I said, this was the home of Dan O'Hara. He lived here up until 1845 with his wife and seven children. And when he lived here, he was totally self-sufficient. In order to survive here, you had to be self-sufficient. And look at this house today. This was an elaborate... You had card games here. You had visiting here. You had dances here. This was known as the 1840 Ballroom of Romance, this area. Now, he's a marked man, because the landlord didn't want, or the police either, didn't want a house where people were congregating. Because what goes on there as well as planning, you know. You have secret organisations, so there's planning on that. So he's a marked man. And maybe that was one of the reasons. We researched it. We never could relate him back to the Fenians. Though some of the fellows here in prison in Galway jail, they were members of the Fenians in those days. But this fellow was never associated with it. But you'd never know. They were secretly. Maybe he was... He'd be good at planning or advising or things like that, the meet and the go, and he didn't get involved. We don't know. Mm-hmm. But we could never, any research we done, he was never associated with any illegal activity. But he might be suspected of it. Now, then in 1845, when he increased the size of his windows, he increased the height of his door, the agent arrived with armed police, put the family outside, set fire to the room, and pushed in some of the walls. Dan O'Hara then went from here, as the story goes, to America with his wife and seven children. The harsh sea journey, his wife died and three of his children died. When he arrived in America, he wouldn't be a good candidate for any reason the job in those days. It was the elite were there and it was mostly pro-British. They were, he said, you didn't get much of a job if you had no English. He had no knowledge of the English language. People living here would be speaking in their native Gaelic or Celtic language. So Dan O'Hara then is destitute. So he ends up on the streets of New York selling matches. So Dan O'Hara is known here. The story is told about him in New York. And people say, oh, why was Dan O'Hara so famous? He wasn't famous. He was one of the men that didn't become famous, but became well known in song and story. So the story of Dan O'Hara then is told in a song. And why do the Irish put a lot of their history and stories into songs? The Irish are Celts. Singing, dancing, music, Gaelic games. We're known worldwide. No matter where they go, the Irish can break into a song because they're remnants of the old Celts. Celtic. So Dan O'Hara then is selling matches on the streets of New York. Stories made up about Dan O'Hara. And like all the stories in the Celtic world, the story, the song is telling a story. So this is part of the history. You get all the songs today, you can get rebel songs. You can get Béal na Bláth, Michael Collins. You listen to that song, it's telling a story. You get Dan Breen and Sean Tracy in Tipperary, telling a story. You can get Kevin Barry in Dublin, 18 years of age. So it tells the whole story. So it keeps the thing alive. And it's the same with Dan O'Hara. Without the song, the story of Dan O'Hara would be lost. You take one verse from the song, it would say, but the landlord came, you know, and he laid my old home low. My poor old wife and I was sadly parted. We were scattered far and wide. And my children starved and died. So it's here I am today, your
broken-hearted. And then you had the chorus, I cush the gal McCree, blessing of my heart on you. I cush the gal McCree, won't you buy a box from me? You'll have the prayers of Dan from Connemara. I'll sell them cheap and low, buy a box before you go. On the broken-hearted farmer, Dan O'Hara. So, well, now I can tell everyone, very proud of you. You sat in the home of Dan O'Hara. Great. That is the reason that today, Dan O'Hara's song is telling a story about an individual. But it's replicating millions of Irish stories. That's what happened to the Irish. Going to America had nothing, scattered all over the world. A lot of them died on the coffin ships. Coffin ships were overcrowded, disease breaks out. Jeannie Johnson is a good example of one of the best of them, I suppose. But there was worse than that. And that is the reason that today we have surveys carried out 10 years ago in the United States, 50 million claiming Irish descent within the United States. The two largest ethnic groupings in the United States, the Irish and the Germans, are the largest ethnic groupings. Surveys carried out, then the most nationalities that married into each other in the United States, Irish and the Germans. So you come back here and I tell that story and there'll be 40 people here in this little room and 20 of them will put their hands up. That's what we are. Mm-hmm. Irish, German, in America. They're American. So there's a lot of the Irish. The Irish thing went for the cities. Then you might ask, well, why did the Irish stay in the cities? The Irish felt the land let them down. Potato failure. The Germans went for the land. You go to Pittsburgh or places like that, Pennsylvania, Indiana, you know, a lot of them mid-states, a lot of German names there. You know, the Amish people in America, originally Swiss German as well. So the Irish stayed in the cities because, why? They job, they wanted money, work. A lot of them stayed in that time, those slums in New York, slums in Boston. Very bad places to stay, but at least they were working in ports. And that's the reason the Irish became very political, because that's where the politics was taking place. The police. Why was there so many? If you take the new NYPD, predominantly second, third generation Irish today, why? The hype. They had the hype. They wanted a job in the police, give them a job, train them up to be a policeman, put a uniform on them. The fellow goes down the street, he tells the other fellow to move on, by Jay-Z moved on, didn't he? Because dominance, the hype, they were giving them the jobs. And that's the reason the Irish were in the police. Then you had the Irish governors, like Honey Fitz in Boston, governors in New York. They control the cities. And that's the reason today you have so many Irish-American presidents. In actual fact, out of the 52, 35 of them were of Irish descent. 45 of the United States presidents up to this very day had Irish connections. The only one that has no Irish connections is the president. He'd be kind of German, like Wolfgang. He'd have a German father and I think a Scottish mother or something like that. So he'd be of mostly German descent. Mm-hmm. Grandfather left Germany and I don't think they want him back in Germany either. Yeah. I think there was, I was reading there recently, a little town not too far from the Black Forest, where Donald Trump's grandfather left, and the governor there was asked to invite him back. And the governor said, or mayor of that town said, no, we don't want him. So Donald Trump is not that well liked, especially in European countries. But you couldn't say that with a group of Americans here. I wouldn't downplay him or upplay him. I was asked here one time with a group of Americans, what do you think of our president? I said, not getting involved in that, doing the tour. And this woman said, we have an idiot of a president. She said, there was another woman over in the corner and she went mad. The best president ever, there was nearly a row here. Right? Don't talk about politics. There was nothing wrong between themselves. So a lot of them thinks he's the greatest, a lot of them thinks they don't like him. So that's politics, isn't it? We won't know enough about him either. Now,
So all over the world, England as well, we talk about England being, you know, they've done a lot of bad things here, but it's politics left. If you look at the English, the English people, the Irish went over there, they got work, it was a very free country to go to as well. And they mishandled this country in 1845 and 1850s and that. But Tony Blair apologised for that. Mm. You know, you have some good politicians in England. Mm. And one of them was Tony Blair. I think without Tony Blair and Bill Clinton, we wouldn't have a solid peace process today in Northern Ireland. Mm. Without them two men. Mm. Because they committed, you know, equal opportunities. And you had Good Friday Agreement. That was all done. And then you had Mitchell. Mm. And a lot of people would think that Mitchell's grandfather died on the coffin ship going to America. So the men involved in the Good Friday Agreement, Tony Blair, George Mitchell, and Bill Clinton, their ancestors lived in the northwest of Ireland within 60 kilometres of each other. Mm. It's amazing like how fate has it, but those three men got the peace process together. When I was a young lad, all the cooking was done here. I remember my mother making bread in these ovens. She'd make 8 cakes a day. When we came home in the evening after the bog, the pot of stew was here, kept hot. The potatoes were on the middle of the fire. So you had the big pot of stew, the potatoes were done, and there was a big basket then left on the middle of the table. And the potatoes were into the basket. You had a big mug of buttermilk. You got your plate of stew. And you peeled your own potatoes. So you're 7 or 8, 9 around the table. Father and mother and 7 children. But my wife did the same thing as that. Yeah. When we got married. And today then, like, you can't get a woman to live here today. I've tried it myself. That's why I'm still a bachelor. And I was born and reared here. My father died when I was 13. And he told me that time. He said, go to school, he said. Get a good job, he said. He said, you'll never make a living, he said, on the land here. And he was right, like, in those days. Today you might make a living. But when he died then, I was 13. I left school, 13. So, but before he died then, he said, if you do stay around here, he said, your only chance, he said, is, you're not going to make money on the land. He said, if you meet a girl, he said, that has a good job, he said, or you meet a woman, he said, in the future, he said, that has a lot of money. And then he said, you can give her a good time, he said, at their own expense. That was a great bit of advice. don't be mean to them. Give them a good time, because now it's at their expense, you're giving them a good time. They don't know it, can you? Of course, don't be free. What? Yeah, up here then, you have it. See, the bedroom is up there, that's the ensuite. Mm. Up here then, this is where some of the girls slept. This here then is the kayak. Called that the kayak. Why do they call that the kayak? Well, the mother-in-law, if she came eventually to live with them, mother-in-law might have a few pounds as well. Mm-hmm. So they kept her in the kayak. That's a kayak is an old woman anyways. The old kayak. So she's kept there beside the fire, you see. She's old and, you know, she wants to drink. The daughter or the daughter-in-law is cooking, and the old one is there, and she goes for a rest of her siesta and all that. So that really is the 1840 intensive care unit. If you had a bad flu, you're the fire, intensive care. Up here then is the ensuite. Everything there. Once you went in there, you had the ensuite. I do B&B there. I don't have the taxman. And then when they were self sufficient here, they also made their own whiskey. Ishkebaha. Ishkebaha means water of life. Patin. Now where did the word patin come from? The patin. The small patin. Today, you still get it here on the mountain. That's the Ishkebaha, water of life.
Now, learned men who use the pen have wrote your praises high. That sweet poteen from Ireland's green, distilled from wheat and rye. Throw away your pills, it'll cure all ills, be you Christian, pagan or Jew. Take off your hat and take off your coat and grease your throat with the rare old Mountain Dew. So that's the Mountain Dew. Now, anybody that wants a taste of this now, it's very good for coronavirus as well. Anybody that drinks that, that's another thing about the Celtic way of life. In olden times, this was how the Celts certified was the person really dead. Yeah. See, there's no priests in those days. Yeah. Priests and ninth, then he comes with bottle and out of day, he puts this on your toes. But thousands of years ago, a Celtic man came, they'd regard him as a doctor. So he came to the house, he had a bottle of this. The man is there, and they'd ask him, other officer, is he dead? So he'd examine the man, he'd look for any movement. There's no movement. But to certify him really and truly dead, he'd take out the bottle, he'd pour this over the presumed dead person's face, give him a good dash of it around the nose and the mouth. He waited in for 2 minutes, and if there was no reaction to that, in 2 minutes, he certified him well and truly out of touch with this world. Gone. So then you could bury it. But you see, the reason it was called the water of life, 9 times out of 10, when this was poured over the presumed dead person's face, there was an immediate reaction. And the person jumped up and they were licking their mouth here. And that's the why it was called the water of life. Now, if you go back 3,000 years ago, there was men here in Ireland going around, pouring this over dead people's faces, and they were jumping up all over the place. And then you think there was a man out in the Middle East 2,000 years ago. And he rose 2 or 3 from the dead. And he got into all the Bibles and books around the world. And 3,000 years ago, we got into no books at all. We were definitely shortchanged. Now, anybody wants a shot of this? And once you have this today, I'd be all right. You don't need the mask after that. Nothing will touch you. You're disinfected from the doctor. God bless everybody. No. So, hallo meine Lieben. Ziemlich spät, 2:10. Ich habe über 2,5 Stunden beim Martin verbracht. Der hat mir eine volle Führung gegeben. Das werde ich natürlich im Video einarbeiten. Das wird ein sehr langes Video werden. Ich bin jetzt hier beim Diamond Hill. Hinter mir ist der Berg. Da kraxle ich für euch jetzt hoch. 386 Höhenmeter oder so habe ich zu bewältigen. Weiß nicht genau, wie lange es dauert. 3 bis 4 Stunden, denke ich mal, hin und zurück. Mache ich gerne. Schönes Wetter. Es soll schauern zwischenzeitlich, aber mein Gott, es ist ja nur Wasser. Da hinten ist der Diamond Hill. Da oben sieht man auch Männchen. Und hinter mir ist das Besucherzentrum. Nationalpark von Connemara. So, das war kleiner Zwischenstand bis später oder bis morgen in der Früh um 9 Uhr irische Zeit, 10 Uhr deutsche Zeit. Tschüss! So, den roten Weg nehme ich. Und hier sehen wir auch Connemara-Ponys. Sind sehr groß, sehen aus wie Pferde. Ziemlich viel los hier unten, aber glaub mir, umso weiter ich hochkomme, umso ruhiger wird es. So, hier trennt sich die erste Spreu vom Weizen. Das ist jetzt die Mitte des gelben Weges. Man würde jetzt hier weitergehen, um wieder hinunter zu gehen. Ich gehe weiter, erstmal auf den blauen Weg.
geht's hoch. So, hier trennt sich das zweite Mal das Spreu vom Weizen. Wir kommen jetzt zum roten Weg, der geht dann dort hoch. So, schau mal, meine große Kamera nicht, bin ich hier hochgebracht. Zu schwer, deswegen mache ich das mit dem Handy. Es geht aber auch, da unten sieht man sehr schön Torfabbaugebiet, wo der Torf gestochen wird, die braune Fläche. Ich werde zwischenzeitlich mal so ein bisschen filmen, weil ich weiß nicht genau, wie es wird, wenn wir da oben sind. Da sind ein paar dunkle Wolken auf dem Weg. Kann passieren, dass wir nicht sehen, aber ich lebe in der Hoffnung. Außerdem sind das ja nur Schauer, die hier vorbeiziehen. Da geht es weiter. Aber jetzt kommt erst das schwierigste Part. Das Seil. Da oben. Doch ganz schön was los hier. Die Wolken haben sich verzogen. Ich weiß aber nicht wohin. Fast oben. Da unten ist Kalmor Abtei. Und zwar, ich zeig's euch. Da. Das ist unscharf. So. Da hinten regnet's. Gipfel des Diamond Hill in Connemara da unten ist die Kalmor Abtei. Live vom Gipfel des Diamond Hill in Connemara. Höher geht's nicht mehr. Es fängt jetzt gerade an zu regnen. Ich hatte die Jacke den größten Teil der Strecke gar nicht getragen. Hier oben ist es aber sehr frisch. Ich weiß nicht, irgendwo sind wir auf 437 Meter oder so. 387 Meter davon bin ich marschiert. Teilweise sehr steil, aber für jedermann, jede Frau machbar. Marion, das ist für dich. So sieht's aus. Vielleicht wollt ihr es aber ohne mich sehen. Ich gehe mal aus dem Bild, okay? Das höre ich zu Hause auch immer. Wolfgang, geh mal aus dem Bild. Kleinen Moment mal bitte. Oh, da regnet es ganz schön jetzt. Da kommt ganz schön was runter. Auf dem Weg hierhin. Es wird ein schöner Abstieg.
Ich habe mir mein Knie wehgetan, gedreht. Es war schon, ist schon auf den Aran-Inseln passiert, auf dem Weg zum Dan Angus, zu dem Ring vor. Es hat ein bisschen wehgetan auf dem Weg hier hoch. Mal gucken, wie es ist auf dem Weg runter. Meistens ist es ja schlimmer runter als hoch. Für morgen steht hier der Kilpatrick an. Der ist noch ein bisschen höher, der Berg, der Kilpatrick. Ist etwa fast doppelt so viel zu bewältigen. Da unten ist kein Moabi, ne? Da unten. So, das war's jetzt erstmal. So, es hat sich zwar niemand gewünscht, aber ich möchte ganz kurz bei dem Märchenschloss der Kalmarabtei anhalten. Das ist auf jeden Fall ein Fotostopp wert. Ups, die ist wohl geschlossen. Na denn. Wir machen jetzt einen kurzen Stopp, soweit wir Platz finden, am sogenannten Killary Fjord. Angeblich der einzige Fjord Irlands. Ich meine, ich hätte da schon mal drüber gesprochen, aber ich weiß nicht mehr in welchem Video. Ist auch nicht schlimm, wenn ich es wiederhole. Aber ich war, was vergangenes Jahr oder das Jahr davor, war ich mit einer Gruppe unterwegs. Das waren ja, Experten auf diesem Gebiet. Und die meinten zu mir, als die dort standen und sich das angeschaut haben, da sagten die zu mir, Wolfgang, das ist kein Fjord. Ich sage, was steht doch da? Und da meinten die, nein, nein, das ist ein Fjord. Fjord ist ähnlich zum Fjord. Der letzte massive Schliff, den ein Fjord bekommen hat, ist genau wie beim Fjord durch die letzte große Eiszeit entstanden, die Gletschermassen, die sich ins Tal geschoben haben, in dem Fall in den Atlantik. Und ein Fjord, haben sie gesagt, ist mehrere Kilometer tief und ist in Form eines Vs. Wobei ein Fjord, haben sie gesagt, ist bei weitem nicht so tief und ist in Form eines Us und nicht V. Ja, und da waren die von überzeugt. Da, die haben sich oft über so Sachen unterhalten. Da gab es auch schon öfters mal interessante, in Anführungszeichen, Streitgespräche über Sachen. Aber nicht in diesem Fall. Da waren sich alle einig. Fjord. Für mich ist das seither der Killary Fjord. Der erreicht nur eine Tiefe. Es fällt mir das schon wieder nicht mehr ein. Huch. Das müsste ich dann unter Umständen per Schriftzug nachreichen bei dem Videostück. Ich meine, da kann ich auch gleich nachschauen. Wir halten nochmal kurz an. Ich meine, der wäre keine 50 Meter tief. 45 Meter oder so. Aber ich glaube, ich habe da gar keinen Empfang. Also, muss ich nochmal schauen. Ja, merkwürdig. In der Regel muss ich sowas nicht nachschauen. Das liegt mir auf der Zunge. Und das flutscht dann so raus. Aber ich weiß nicht, woran das liegt, dass mir das gerade nicht einfällt. Aber ist ja nicht schlimm. Ich muss ja nicht immer alles parat haben. Ja, ich bin eben bei der Kalmarabtei. Ist ja nicht im Programm, wollte ja keiner sehen. Aber ich dachte, wir machen trotzdem mal kurz einen Video-Stopp. Aber die hatten geschlossen. 17 Uhr. Geschlossen. Das ist ungewöhnlich früh für die Jahreszeit. Aber mein Gott, die Pandemie macht es möglich. Wir haben ja den Schleichern vor uns. Vom Diamond Hill nach Westport hatte ich gerechnet etwa eine Stunde. So mit Stopp in Kalmar, aber mit, die suchen wahrscheinlich einen Parkplatz vor mir, das könnte etwas länger dauern.
schöne Strecke, oder? Auch ein Elfenbäumchen, der von den Elfenungläubigen, ja, ich habe schon immer Angst, dass sie den irgendwann wegmachen, hätte ich gesagt. Dieses Elfenbäumchen, erzähle ich gleich was dazu, wenn wir da sind. Das ist nur ein ganz kurzer Videostopp, den wir hier einlegen. Rhododendron links, aber auch rechts. Mai, Juni blühen, ist Blütezeit. Aua, so ein schönes Schlagloch. So, das ist ja der Killary Fjord. 15 bis zu knapp 15 Kilometer so lang. Und ich meine, der erreicht eine Tiefe von bis zu 45 Meter. Bin ich mir ziemlich sicher. Schaue ich mal nochmal nach. Wenn es nicht stimmt, werde ich das per Schriftzug korrigieren. Und da sehen wir dann wieder Austern und Muschelbänke im Fjord. Hier haben wir das besagte Elfenbäumchen. Und sagt, wenn man da etwas befestigt, und sich, dann hat, kann man sich etwas wünschen. Aber man kommt nicht mehr so richtig dran wegen dem Zaun. Deswegen werden dann Sachen an dem Zaun befestigt. Oftens Kinderwünsche, Genesungswünsche. Ich habe auch schon die deutsche Flagge während Fußballweltmeisterschaften und so da gesehen. So, jetzt habe ich gerade eine Hiobsbotschaft bekommen. Für 3 Nächte habe ich mir ein Zimmer gebucht in Westport. Es hat lange, lange gedauert, bis ich etwas Bezahlbares gefunden habe. Ich habe extra vorher eine Nachricht geschickt und gesagt, es ist sehr, sehr wichtig für mich, dass ich WLAN habe, vernünftiges und irgendwie ein Tischlein oder so. Muss nichts Weltbewegendes sein. Und habe auch Bescheid bekommen, dass das kein Problem ist und die werden sogar einen richtigen Schreibtisch da reinstellen. Das hat mich gefreut, das war Voraussetzung, dass ich das Zimmer nehme. Es ist jetzt 17:45, ich bin müde, es dauert noch bestimmt eine Dreiviertelstunde oder so, bis ich da bin. Und jetzt haben sie mir eine E-Mail geschickt und gesagt, es ist kein Platz im Zimmer dafür. Das ist das Problem ist, ich kann jetzt nicht nochmal anfangen zu suchen. Das ist, es dauert Stunden, was Bezahlbares zu finden momentan. Das ärgert mich jetzt. Ich weiß nicht, ob es mich ärgert, aber das Ärgern ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist, hilft meiner Stimmung momentan gerade nicht.